Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach in React von The Native Web und zum heutigen Thema automatisierte Tests mit Mocha. Und wir haben uns ja in den letzten Folgen mit dem statischen Testing beschäftigt oder mit der statischen Qualitätsanalyse von Code und wir betreten heute mit den automatisierten Tests ein neues Feld des Sicherstellen von Qualität, auf das ich mich ganz besonders freue, denn ich bin ein großer Testenthusiast. Ich habe schon sehr früh in meiner Karriere und Entwicklung zum Softwareentwickler automatisierte Tests kennen und schätzen gelernt und ich hoffe, dass ich euch heute nahebringen kann, warum Tests so sinnvoll und gut sind und dass das Testing mit React wirklich sehr, sehr leicht von der Hand geht und das werden wir nicht nur in dieser Folge, sondern in den nächsten 2 bis 3 Folgen ganz ausführlich erörtern. Wir werden heute anfangen erstmal mit dem Test-Framework Mocha und ich werde euch echt mal so den grundsätzlichen Aufbau von Tests beschreiben und zeigen, dass wir überhaupt mal mit dem Test-Framework und generell mit Tests in JavaScript uns ein bisschen vertraut machen. Und in den nächsten Folgen wird es dann spezifisch eben um Component-Tests mit für React, mit der sogenannten Testing-Library bzw. mit der React-Testing-Library gehen. Und darauf dürft ihr euch schon freuen, darauf dürft ihr gespannt sein. Um euch jetzt generell erstmal einzuführen in das Thema automatisierte Tests, falls ihr damit noch so gar keine Erfahrung habt, vielleicht erstmal vorweg, was sind automatisierte Tests überhaupt? Klar, das sind Tests, die in Code geschrieben sind, also ihr schreibt Code, der euren Code wiederum testet. Das klingt erstmal ein bisschen verrückt, macht aber eigentlich ziemlich viel Sinn, denn warum sollten wir selbst manuell Hand anlegen, wenn unser Computer doch eigentlich ziemlich schnell ist und Dinge auch automatisiert selbst testen kann? Und das ist genau der Grund, warum automatisierte Tests existieren. Manuelle Tests, die sind langsam, die sind nervig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt es, wenn ich eine Applikation gerade im Frontend entwickle und ich dieselbe Klickstrecke wieder und wieder durchführen muss, um letztendlich herauszufinden, ob mein Code das tut, was er soll. Das ist gerade bei größeren Applikationen, die viele Features haben, wo die Klickstrecken vielleicht auch sehr lang sind. Also beispielsweise ein Online-Shop, wo man bis zum Checkout erstmal was in den Warenkorb legen muss, auf den Warenkorb geben muss, eine Adresse eingeben muss und so weiter und so fort. Da kann das schon sehr nervig werden. Und automatisierte Tests helfen uns dabei eben, dass wir das nicht mehr manuell machen müssen, sondern automatisch machen können. Und das hat ganz, ganz viele Vorteile, wo ich nur jetzt ganz kurz drauf eingehen will. Zum einen, und das ist so das Hauptargument auch für Tests, obwohl es eigentlich nur so ein zweitrangiger Vorteil ist, wir vermeiden Regressionen. Und mit Regression ist gemeint, dass etwas kaputt geht, was vorher einmal funktioniert hat. Also sprich, indem wir automatisierte Tests schreiben und diese auch vom Computer regelmäßig ausführen lassen, normalerweise in einer Continuous Integration Pipeline oder sowas, zu was wir auch in späteren Folgen nochmal kommen werden. Aber wenn wir eben die Tests schreiben und auch ausführen, dann können wir sicherstellen, dass Dinge, die schon mal funktioniert haben, auch weiterhin funktionieren. Also wenn ihr ein neues Feature in eurer Codebase hinzufügt oder auch ein bestehendes Feature gegebenenfalls erweitert, dann habt ihr mit automatischen Tests die Sicherheit, dass ihr nichts kaputt macht. Und welche Entwicklerin oder Entwickler kennt das nicht, zumindest jeder, der ein bisschen länger dabei ist, dass gerade in ungetesteten Codebasen man an einer linken Stelle was anpackt und an der rechten Stelle geht plötzlich irgendwas kaputt und man weiß nicht wieso. All das eben kann man mit automatisierten Tests zumindest ein Stück weit verhindern. Der meiner Meinung nach größte Vorteil automatisierter Tests ist das schnelle Feedback zur Funktionalität. Also mit automatisierten Tests muss ich nicht erst das Feature fertig schreiben, ich muss mich nicht erst ans Ende der Klickstrecke quälen, um herauszufinden, ob das, was ich da schreibe, funktioniert, sondern ich kann einfach eine Funktion definieren, ich kann sie schreiben, ich kann einen automatisierten Test dafür schreiben. Sobald ich ihn laufen lasse, weiß ich, ob der Code das tut, was er soll oder das, was ich erwarte, dass er soll. Und eben, da man Tests nicht nur auf das Gesamtsystem abfeuert, das ist sogar eher unwahrscheinlich, sondern in der Regel einzelne Funktionen im Code direkt testet. Beispielsweise werden wir heute vom Einkaufslistenrechner in der Recipe State Service die Add Recipe Funktion einfach gezielt testen. Indem wir das tun, können wir hier sofort ein Feedback erhalten, ob Add Recipe genau das tut, was wir von Add Recipe erwarten und dementsprechend schon ein Stück Qualität sicherstellen. Wir haben dann im Produktivcode, wenn wir es ausführen, zumindest keine Überraschung mehr an dieser Stelle.
Ein paar weitere Vorteile von automatisierten Tests sind, dass testbarer Code in der Regel guter Code ist oder besserer Code, sage ich mal. Das hat für mich zwei Gründe. Zum einen, weil man bei testbarem Code bzw. während des Schreibens automatisierter Tests nimmt man eine andere Perspektive ein. Während wir unseren Produktivcode schreiben, sind wir in der Regel in der Problemlösungsdenke. Also wir haben ein Problem, wie bekomme ich Rezepte in ein Array oder wie bekomme ich die neu hinzugefügten Rezepte auf der Seite angezeigt. Und all unser Denken richtet sich darauf, dieses Problem zu lösen. Und da ist nicht viel mehr Raum für anderes. Und indem wir danach automatisierte Tests schreiben, kommen wir raus aus der Problemdenke, denn das Problem ist dann in der Regel vielleicht schon gelöst. Und wir schauen nochmal auf den Code aus einer, ja, wie soll ich sagen, ästhetischen Perspektive oder auch vielleicht aus einer lesbaren, also wie lesbar ist der Code, Perspektive. Und dadurch, dass wir so einen Perspektivwechsel vornehmen, fallen uns vielleicht die ein oder andere Stelle auf, die nicht so gut lesbar ist oder die man verbessern könnte. Und genau deswegen, weil wir eben diesen Check nochmal machen, weil wir nochmal drüber schauen, verbessern wir den Code in der Regel schon ganz von alleine. Das ist der eine Grund. Der andere ist, dass Tests ein zweiter User oder ein zweiter Benutzer unseres Interfaces sind. Also normalerweise, bleiben wir bei der AddRecipe-Funktion, wird diese rein aus dem Produktivcode in einer anderen Datei, in einer anderen Funktion nur von diesem Code aufgerufen. Indem wir nun aber automatisierte Tests schreiben, rufen wir die Funktion plötzlich von einer anderen Stelle auf. Und das zwingt uns dazu, diese Funktion flexibel zu halten, dass sie eben auch von zwei Stellen aufgerufen werden kann. Das zwingt uns dazu, Abhängigkeiten beispielsweise, sowas wie einen HTTP-Service, anders zu definieren, weil wir in unserem Test beispielsweise keinen HTTP-Request tatsächlich absetzen wollen, sondern weil wir da vielleicht irgendwie den HTTP-Service, in unserem Fall Fetch, in irgendeiner Art und Weise faken wollen und sagen wollen, okay, sobald der Test diese Funktion ausführt, gebe bitte das und das zurück, damit wir nachher prüfen können, ob unser Code das Richtige mit dem Rückgabewert gemacht hat. Man nennt das auch Mocking, dazu kommen wir dann spätestens in der nächsten Folge nochmal. Aber all das, um zu sagen, testbarer Code ist guter Code, weil wir eben unseren Code dahingehend nochmal optimieren müssen, dass auch schon ein zweiter Benutzer unseres Interfaces den Code ausführen kann. Und das macht unseren Code einfach deutlich flexibler von vornherein, dass, wenn es mal andere Änderungen gibt oder vielleicht tatsächlich eine dritte Stelle hinzukommt, unser Code darauf schon vorbereitet ist. Zu guter Letzt sind Tests auch technische Dokumentation. Also wenn ihr in eine Codebase kommt, die ihr selber nicht geschrieben habt oder wo ihr seit länger als 2 Wochen nicht drauf geschaut habt, was ich als nicht selber geschrieben definiere, denn spätestens nach 2 Wochen weiß ich eh nicht mehr, was ich geschrieben habe oder vielleicht auch 2 Monate, dann könnt ihr in die Tests schauen und seht auf einen Blick in der Regel, welche Inputs sind in der Funktion erlaubt und was macht die Funktion damit, also was ist der Output, was ist das Resultat oder der Return Value. Und all das seht ihr auf einen Blick, ohne den Code der Funktion tatsächlich verstehen zu müssen. Und das ist schon unglaublich hilfreich zu verstehen, was tut denn mein Code. Und wie gesagt, dementsprechend hat man eine technische Dokumentation, die darüber hinaus auch noch immer aktuell bleibt. Anders als beispielsweise ein Kommentar, das nicht unbedingt angepasst wird, wenn der Code angepasst wird, müssen unsere Tests immer angepasst werden, wenn der Code auch angepasst wird. Und dementsprechend haben wir hier eine Live-Dokumentation unseres Codes. Falls ihr euch über dieses kleine Intro hinaus für Testing oder automatisierte Tests und die Vorteile davon interessiert, mein Kollege Golo Roden hat im Developer Daily von The Native Web dazu eine ganze Woche aufgenommen, Videos produziert, die ihr euch gerne anschauen könnt. Ihr solltet eine Infocard eingeblendet sehen. Ich empfehle euch diese Videos, weil diese nochmal einen tieferen Einblick in das Was und Warum Testing und automatisiertes Testing geben. Und ich will nun den Fokus ein wenig Richtung JavaScript lenken, beziehungsweise in Richtung des praktischen Teils der Folge gehen und euch kurz zeigen, was braucht man denn, um jetzt eben in JavaScript automatisiert zu testen. Man braucht nicht viel, eigentlich braucht man nur 2 Dinge, streng genommen die oberen beiden. Das dritte ist deswegen mit einem eventuell gekennzeichnet. Wir brauchen einen Testrunner. Ein Testrunner ist eine Bibliothek, die eben die Tests für uns sucht, findet und ausführt. Mehr macht ein Testrunner in der Regel nicht, aber das reicht auch schon, das ist schon genug. Und als Testrunner werden wir heute Mocha kennenlernen und einsetzen. Mocha ist so ziemlich der älteste Testrunner, zumindest den ich kenne. Den gibt es schon, seit ich mit Node.js arbeite, und das ist in der
2009, also das war kurz nachdem Node.js rauskam, gab es eigentlich auch schon Mocha als Testrunner. Ist also ein battle-tested Testrunner, mit dem ihr garantiert nichts falsch machen könnt. Neben dem Testrunner brauchen wir eine Assertion-Bibliothek. Das könnt ihr euch vorstellen, und das werden wir auch sehen, was genau das tut, als eine Art Vergleichsbibliothek, wo wir eben Input-Werte oder Output-Werte eher mit den erwarteten Werten vergleichen wollen oder vergleichen können, wo wir also sagen können, dass beispielsweise Wert X dem Wert Y entspricht. Und das ist ja genau das, was wir in Tests brauchen. Wir rufen eine Funktion auf und wir wollen den Rückgabewert prüfen, ob der Rückgabewert dem entspricht, was wir erwarten. Erwarten, das ist auch so ein bisschen das, die englische oder die Übersetzung aus dem Wort assert. Und dementsprechend braucht es eine Assertion-Bibliothek. Und wir von The Native Web haben eine eigene Assertion-Bibliothek geschrieben, die nennt sich Assert That und die werde ich euch eben heute in der Folge auch praktisch einmal vorstellen. Das Thema Mocking hatte ich gerade eben schon kurz angerissen, das wird heute keine Rolle spielen, deswegen gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Wir werden aber in den nächsten Folgen mit dem Synon-Framework oder mit dem Synon-Mocking-Framework arbeiten, eben um Mocks zu erstellen, beziehungsweise auch Spice. Was das heißt, wie gesagt, in den nächsten Folgen. Hier wollte ich es nur schon mal ankündigen, weil es hier um die Technologien geht. Auch Synon ist eines der bekannteren Mocking-Frameworks, gibt es ebenfalls schon, ich weiß nicht, ziemlich lange. Seit ich Node.js entwickle, gibt es auch Synon. Und dementsprechend auch hier Battle-Tested, ihr macht mit Synon auch nichts verkehrt. Wir haben lange geredet, lasst uns nun zum praktischen Teil rübergehen. Dazu habe ich den Code von der letzten Episode hier aufgemacht, Episode 20 ESLint. Wie ihr auch seht, ist bereits die Musterlösung der nächsten Folge, dieser Folge, die ich gerade aufnehme, auf GitHub öffentlich. Da könnt ihr auch einsehen, falls ihr hängen bleibt oder falls ihr eben einfach nur nicht mitprogrammieren wollt, sondern einfach nur die Musterlösung sehen wollt, geht auf GitHub in unser Repository und unter Folge 21 Mocker könnt ihr eben die Musterlösung sehen. Fangen wir nun an, mal die Abhängigkeiten zu installieren, die wir so brauchen. Dazu gehen wir in ein Terminal und navigieren in den Ordner. Das habe ich hier schon gemacht. Und über npm install können wir hier verschiedene Libraries installieren. Allen voran natürlich Mocha als Test-Framework, das habe ich schon gesagt, das brauchen wir. Und ihr seht es schon in der Vorschau, wir brauchen natürlich die Types von Mocha, weil wir mit TypeScript arbeiten. Ist Mocha auch über die Types typisiert. Was das geht, haben wir auch schon in einer vorherigen Folge, habe ich schon erläutert. Dann brauchen wir eben Assert That als Assertion Library. Und wir brauchen noch ein letztes Ding, nämlich TSNode. Und TSNode brauchen wir, weil Mocha nativ erstmal kein TypeScript unterstützt. Und mit TSNode bringen wir Mocha eben dazu, TypeScript zu unterstützen. Letztendlich ist TSNode nichts anderes als ein On-the-Fly-Compiler für TypeScript-Dateien. Ihr könnt also mit TSNode TypeScript-Dateien direkt ausführen, ohne sie vorher kompilieren zu müssen. Was sehr bequem ist, was gerade für Scripting sehr gut ist und was eben bei den Tests auch notwendig ist, da wir unsere Tests in TypeScript schreiben und unser Source Code in TypeScript geschrieben ist, muss Mocha eben hier eine Kompilation oder Kompilierung durchführen. Und das machen wir nicht mit Webpack. Also ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum machen wir das nicht mit Webpack? Liegt daran, dass wir andere Anforderungen an unsere Tests haben als Webpack. Webpack baut immer das Gesamtprojekt und bei unseren Tests wollen wir aber eigentlich nur einzelne Dateien rauspicken und testen. Und das Ganze muss auch schneller gehen. Wir wissen, dass Webpack jetzt nicht das allerschnellste Kompilierungsframework ist und dementsprechend nutzen wir einfach TSNode. So, und wir installieren das Ganze. Das wird kurz dauern. Und da war es schon. Und eben bevor wir jetzt unseren ersten Test schreiben können, müssen wir Mocha und TSNode miteinander verheiraten. Und das können wir, indem wir, ähnlich wie wir das schon mit ESLint gemacht haben, indem wir eine sogenannte Mocha-RC-JSON anlegen. Das ist einfach eine Konfigurationsdatei, die Mocha automatisch für uns aufsammelt. Und in dieser Konfigurationsdatei schreiben wir require. Und in das require kommt nun eben tsnode/register. Das ist einfach die Schreibweise, wie wir nun sagen, liebes Mocha, wenn du eine TypeScript-Datei findest, beziehungsweise generell, wenn du Test ausführst, dann schleife diese Testdatei einmal durch tsnode-register. Und dadurch wird die Testdatei dann automatisch on the fly in JavaScript-Code umgewandelt, mit dem Mocha dann wiederum arbeiten kann.
Und um unsere Tests bequem auszuführen, dass wir das nicht jedes Mal in der Kommandozeile eingeben müssen, fügen wir zu unseren Skripten, die wir ja auch bereits kennen, nur noch ein Test-Command hinzu. Und dieser Test-Command sieht auch relativ einfach aus. Indem wir Mocha installiert haben, haben wir nämlich nun ein Binary Mocha zur Verfügung. Und diesem Binary müssen wir nun nur noch sagen, welche Dateien es testen soll. Das machen wir über einen sogenannten CLOP. Alle Dateien im Source-Verzeichnis, die mit .test.ts enden, wollen wir getestet haben. Das ist so eine gängige Praxis, dass man Testdateien, und das sehen wir auch gleich, das mache ich auch gleich, dass man Testdateien neben die Dateien legt, die getestet werden sollen. Das ist zumindest für Unit-Tests eine ganz gängige Praxis und eine gute Idee. Es gibt noch eine zweite Praxis, man kann auch einfach neben dem Source-Verzeichnis ein Testverzeichnis anlegen und in diesem Testverzeichnis die Source-Struktur nachbilden und dort die Testdateien ablegen. Ich persönlich bevorzuge aber diese Variante eben aus dem Grund, was ich auch vorher genannt habe. Meistens muss man ja die Tests anpassen, wenn man den Produktivcode anpasst. Das heißt, diese zwei Dateien sind miteinander irgendwie verknüpft, verbunden. Immer wenn man das eine ändert, ändert man auch das andere. Und dementsprechend bin ich ein Fan davon, einfach was sich zusammen ändert, sollte irgendwie zusammen abliegen. Und dementsprechend lege ich meine Testdateien immer auch direkt neben die zu testenden Dateien. Und das machen wir jetzt hier auch. Wir machen nun also eine recipe-state-service.test.ts-Datei. Und eben durch dieses .test.ts sagen wir Mocha oder kann Mocha nun eben über diesen CLOP, den wir definiert haben, automatisch feststellen, okay, hier handelt es sich um eine Testdatei. Und bevor wir nun den recipe-state-service tatsächlich testen, will ich einen kleinen, ein kleines Beispiel zeigen, um mal den generellen Aufbau von Tests letztendlich zu verdeutlichen. Und wir schreiben uns einfach eine kleine Summenfunktion, die einem Summanden 1 und einem Summanden 2 einfach miteinander addiert. Und diese Funktion wollen wir nun testen. TypeScript will natürlich, dass wir das Ganze jetzt noch hier typisieren. Wir geben zwei Nummern rein und bekommen eine Nummer zurück. Mocha-Tests sind in der Regel mit dem BDD-Framework aufgebaut, was für Behavior-Driven Development steht. Klingt nach einem erschreckenden Begriff, ist gar nicht so kompliziert. Letztendlich sind alle Tests mit zwei Schlagwörtern zu definieren. Es gibt einmal das Describe-Wort. Describe gruppiert Tests letztendlich und mehr macht es nicht. Also letztendlich könnt ihr alle eure Tests, die ihr schreibt, immer in einem Describe-Block miteinander verschachteln. In meinem Fall meistens nenne ich Describe so, wie die Datei heißt, in unserem Fall hier also Recipe State Service. Die Auswirkung von Describe sehen wir gleich, wenn wir den ersten Test definiert haben, aber wie gesagt, Describe dient dazu, Tests zu gruppieren. Und um nun einzelne Tests zu definieren, schreiben wir sogenannte IT-Statements. It kommt einfach von, es soll ermöglichen, jetzt hier im String, im Testtitel, einen Satz anzulegen. Beispielsweise für unseren Summanden, wenn wir hier statt Recipe State Service, da wir ja jetzt noch im anderen Beispiel sind, mal Sum auswählen, können wir nun beschreiben, was Sum machen soll. It, also beispielsweise it returns 5 for summon 2 and 3. Also zu Deutsch, es gibt uns 5 für die beiden Summanden 2 und 3 zurück. Und eben an sich sollte sich so ein Test immer wie ein Satz lesen, der aber möglichst präzise die Outputs und die Inputs, die zum Output führen, beschreibt. Denn wenn ihr mal einen Haufen Tests habt, und das kann in einer guten Codebase, können das mehrere tausend Tests sein, dann ist es so wichtig, dass diese Testbeschreibungen einfach möglichst eindeutig sind, dass wenn ein Test fehlschlägt, ihr sofort wisst, welcher Test es ist zum einen und zum anderen, was genau fehlgeschlagen ist. Innerhalb eines IT-Statements definieren wir dann eine asynchrone Funktion und diese asynchrone Funktion ist letztendlich unser Testcode. Und ein Test ist eigentlich immer nach drei Dingen aufgebaut. Es gibt das sogenannte Arrange oder Arrangieren, indem wir Testdaten vorbereiten. In unserem Fall jetzt beispielsweise den ersten Summanden. Summand 1 wird in unserem Fall 2 sein. Den zweiten Summanden. Summand 2 in unserem Fall 3. Das können wir auch bequem aus der Testbeschreibung ablesen. Und damit haben wir erstmal unsere Testdaten vorbereitet.
Der zweite große Block eines Tests ist immer Act, also ausführen. Und ausführen heißt im Unfall, dass wir die Funktion einfach ausführen. In dem Fall zum mit Summand 1 und 2 ausführen. Und nun kommt eben das Assert. Und im Assert müssen wir nun eben vergleichen, ob unser Resultat unseren Erwartungen entspricht. Also in unserem Fall hier, ob das Ergebnis aus Sum 5 ist. Und dazu brauchen wir nun eben ein Assertion Framework. Dazu können wir einfach von Node.js Assert nehmen. Es gibt aber eben schönere Varianten und schönere Methoden wie das von uns geschriebene Assert That. Und das liefert uns eben hier die Assert-Funktion bzw. das Assert-Objekt, mit dem wir nun eine Assertion ganz einfach schreiben können wie einen Satz, nämlich Assert.that und jetzt unser Resultat, das Result is equal to 5. Und wir brauchen hier noch Return-Types. Die Return-Types sind einfach immer, in dem Fall ist es ein Promise Void und hier oben ist es ein Void, das gehört einfach immer dazu. Wundert euch nicht weiter drüber, konzentriert euch jetzt auf den Test. Und zwar nochmal, wir haben eine Range, wir machen Summand 1 und 2, wir addieren die beide in der Funktion und wir asserten nun, dass das Result eben gleich 5 ist. Und das Ganze führen wir jetzt einfach mal in der Konsole aus. Und schauen, was passiert. Und tada, wir sehen, dass unsere Tests erfolgreich waren. Man spricht auch von grünen Tests, weil sie erfolgreich waren. Und wenn die Tests fehlschlagen, von roten Tests. Und wir sehen nun auch, dass wir hier einmal unseren Describe-Block als große Gruppierung vorfinden und eben dann unseren Test. Und das Ganze liest sich jetzt wie ein Satz, nämlich Salben returns 5 for summon 2 and 3. Und das ist genau das, was wir letztendlich wollen. Wir haben nun sichergestellt, dass unsere Summenfunktion das Richtige tut, nämlich dass sie entsprechend, das ist sehr leicht, zwei Zahlen miteinander richtig addieren kann. Das ist jetzt noch nicht so beeindruckend, aber eben es geht ja erstmal hier in die Einführung des Tests. Was passiert, wenn unsere Funktion nicht mehr das Richtige tut, kann ich euch jetzt zeigen, indem wir hier einfach mal den Produktivcode mit einem Minus versehen, den Test entsprechend noch einmal ausführen. Und jetzt sehen wir, dass der Test eben rot ist. Es ist kein Test mehr gepasst, also kein Test ist mehr durchgeführt. Es ist einer fehlgeschlagen. Dann zeigt uns Mocha, welcher Test das ist. Und dank des Assertion Framework Assert That sehen wir hier zum einen ganz gut aufgelistet, was erwartet wurde unter Expected, was tatsächlich zurückkam, nämlich das Actual. Und wir sehen dann noch in einer Zeile einen Vergleich, was hinzugefügt werden müsste, um dem Erwartungen zu entsprechen und was entfernt werden müsste. Also die minus 1 müsste durch eine 5 ersetzt werden. Das ist bei einzelnen Zahlen noch nicht so spannend. Wir sehen aber gleich, was dieses Diff hier, wie uns dieses Diff die Fehlersuche deutlich erleichtern kann. Nämlich bei Objekten und Arrays sieht das hier deutlich schöner aus. Aber ja, letztendlich ist das schon alles, was zu einem automatisierten Test dazugehört. Wir haben uns unseren ersten richtig guten automatisierten Test geschrieben und viel mehr ist es nicht. Jetzt geht es nur noch darum, tatsächlich die einzelnen Funktionen einfach zu testen mit den Inputs und Outputs, die uns so einfallen. Und dementsprechend wollen wir hier mal wegkommen von dem nicht sehr realistischen Beispiel und wollen nun im Recipe State Service als erste leichte Funktion eben @recipe testen. Und dazu nennen wir den Describe-Blob jetzt auch entsprechend RecipeStateService. Und was ich euch jetzt auch noch schnell zeige, was man ebenfalls tun kann, man kann Describe-Blöcke miteinander oder ineinander verschachteln. Das ist eben vor allem hilfreich bei Dateien, die mehrere Funktionen zurückgeben, wie das ja der RecipeStateService tut. Wir geben ja hier auch noch ToggleEditForm, UpdateRecipe und so weiter und so fort zurück. Dementsprechend, um zu wissen, um welche Tests es sich hier handelt, kann man Describe-Blöcke dann nochmal verschachteln. Das mache ich jetzt hier einfach, indem ich dann schreibe @recipe. Das ist dann der verschachtelte Describe-Block. Und indem ich dann alle Tests, die zu diesem Describe-Block gehören, eben in diesen Reihen verschachteln. Und wir wollen jetzt hier auch nicht mehr die Summe testen. Ich lösche mal den ganzen Code hier. Sondern wir wollen nun eben sicherstellen, dass unsere @recipe-Funktion einem bestehenden Array ein neues Rezept
hinzufügt. Und genauso können wir das formulieren. It adds a new recipe to an existing array of recipes. Und in unserem Arrange müssen wir nun also erstmal ein Rezept erstellen. Also hier Arrange geht es ja immer darum, Testdaten herzustellen, die wir dann nachher in die Funktion hineingeben. Und das tun wir nun, indem wir beispielsweise unser Recipe 1 hier anlegen. Und das ist, machen wir es uns leichter, eben ein Recipe. Und ein Recipe besteht immer aus einer ID, aus Ingredients, machen wir es uns jetzt leicht und haben ein Rezept ohne Zutaten, einem Namen und der showEditFormProperty, die wir hier einfach mal auf False setzen. Und da wir ja testen wollen, ob das Rezept einem bestehenden Array von Rezepten hinzugefügt wird, legen wir uns noch schnell ein zweites Rezept an, indem wir hier das einfach alles kopieren, das ganze Recipe 2 nennen, mit einer ID 2 und einem anderen Namen. In unserem Act rufen wir nun eben die Funktion auf und möchten ja dann das Resultat prüfen. Das nennen wir Resulting Recipes und nun müssen wir eben nichts anderes tun, als die Funktion zu importieren, addRecipe. Das tue ich hier über das Autocomplete einfach automatisch. Also ich importiere hier die addRecipe-Funktion aus dem RecipeStateService und rufe sie nun entsprechend mit dem Array auf, in das hinzugefügt werden soll. Das beinhaltet einmal das Recipe 1 und ich füge nun eben Recipe 2 hinzu. Und in meiner Assertion will ich nun entsprechend prüfen, dass assert that, also dass das resulting recipe gleich aussieht wie eben ein Array aus Recipe 1 und Recipe 2. Wir haben nun also eben im Arrange zwei Rezepte angelegt. Im Act prüfen wir oder führen wir nun den Befehl aus, um Rezept 2 dem Array von Rezept 1 hinzuzufügen und wir prüfen am Ende, ob das gelungen ist. Und jetzt müssen wir noch die Imports entsprechend alphabetisch sortieren, sonst meckert ESLint. Und wenn wir nun aber npm run test ausführen, sehen wir, dass das Ganze funktioniert hat. Perfekt! Wir haben nun also automatisiert sichergestellt, ohne die App auch nur zu starten, dass unsere addRecipe-Funktion genau das tut, was wir von ihr erwarten, dass sie also funktioniert. Und was ich gerne tue, wenn ich Tests schreibe für Code, der bereits existiert, dann gehe ich gerne einmal in den Produktivcode und versuche diesen irgendwie zu manipulieren und zu sehen, ob der Test tatsächlich auch fehlschlagen würde. Das verhindert Tests, das gibt es ab und zu, gerade bei asynchronen Tests ist das sehr gang und gäbe, dass der Test immer grün ist, auch wenn der Produktivcode gar nicht läuft. Und dementsprechend ist es ein gutes Pattern hier, zum Beispiel einmal, indem man ein leeres Array einfach zurückgibt aus dem Produktivcode, zu prüfen, ob der Test auch meckern würde. Das tun wir jetzt. Und wir sehen, ja, der Test schlägt fehl. Wir sehen auch wieder, was haben wir erwartet. Wir haben ein Array aus dem ersten und zweiten Rezept erwartet. Was haben wir bekommen? Na, ein leeres Array. Und nun sehen wir auch, wie das Diff uns schnell zeigt, was der Unterschied ist und was hätte sein sollen. Nämlich, ja klar, in dem Fall fehlen einfach beide Rezepte in dem Array. Die hätten beide hier hinzugefügt werden müssen, was uns sofort sagt, was der Fehler ist. Bringen wir unseren Produktivcode also nochmal zum Laufen, indem wir das hier wieder richtig stellen. Und als letztes wollen wir nun noch die addRecipe-Funktion, da fällt mir jetzt gerade kein Case mehr ein, wollen vielleicht noch eine etwas aufwendigere Funktion testen und nutzen wir doch die SumRecipeIngredients-Funktion, mit der wir, wenn wir uns erinnern, auch anfänglich tatsächlich einen Fehler in der App hatten, der mir sogar nicht aufgefallen ist. Wir erinnern uns, dass wir hier mit Mutability-Probleme hatten und dass Rezepte tatsächlich gar nicht richtig summiert wurden. Und genau das hätten wir mit einem automatisierten Test verhindern können. Und dementsprechend machen wir hier einen neuen Describe-Block. Den nennen wir nun so, wie die Funktion heißt, nämlich an dieser Stelle SumRecipeIngredients. Rückgabewert.
So, und nun können wir vielleicht mit einem der simpelsten Cases anfangen. Wenn, also das ist auch nochmal ein Tipp, wenn ihr an so eine große Funktion wie hier herangeht, dann ist es immer sinnvoll, mit dem simpelsten aller Use Cases reinzustarten, um überhaupt mal die Testinfrastruktur aufzusetzen und erstmal so insgesamt herauszufinden, ja, ein Gefühl für den Test zu bekommen. Und der simple Case in dem Fall ist ein leeres Array. Wenn wir ein leeres Array in die Summe reingeben, erwarten wir ein leeres Array zurück. So, dementsprechend schreiben wir it with an empty array returns an empty array. Schreiben hier entsprechend wieder promise void. Und ja, unser Range ist nun relativ klein, nämlich das Input Array ist einfach leer. Unser Act müsste nun dementsprechend der Aufruf der Funktion sein, nämlich some recipe ingredients. Da brauchen wir natürlich auch noch eine Variable für das Resultat. Und was wir hier reingeben, ist eben nun ein leeres Array bzw. das Input Array. Wenn das Arrange so klein ist wie hier, dann lasse ich das auch einfach gerne weg und schreibe das leere Array einfach direkt in den Act-Befehl. Also das könnt ihr gerne so machen, um einfach auch hier die Lesbarkeit zu erhöhen. Und am Ende erwarten wir, dass das Result is equal to einem leeren Array. Und wenn wir das Ganze nun wieder ausführen, dann sehen wir, dass das funktioniert hat. Wunderbar. Es gibt noch weitere Assertions oder andere Arten und Weisen, wie wir hier das Assertion schreiben können. Ich bin in der Regel gerne so explizit wie möglich. Es gibt aber auch Fälle, wo man beispielsweise hier statt das Gesamtarray reinzugeben, vielleicht nur an der Länge des Arrays interessiert ist. Und dann könnte man dann natürlich zum einen sagen, result length is equal to 0. Eben assert that bietet aber auch bequemere Methoden, nämlich is empty beispielsweise. Und is empty prüft im Prinzip genau die Length ab. Und all diese drei Assertion tun mehr oder weniger dasselbe auf verschiedene Arten und Weisen. Und dass sie funktionieren, zeige ich euch auch, beweise ich auch, indem wir npm run test aufführen. Und ihr seht, das geht weiterhin gut. Also man kann natürlich auch mehrere Assertions in einem Test schreiben, das vielleicht zur Info. Ich empfehle allerdings, versucht eure Tests so klein wie möglich zu halten und immer nur eine einzige Assertion pro Test oder maximal zwei, wenn sie in irgendeiner Art und Weise logisch zusammengehören, zu schreiben. Also nur weil das geht, muss man davon nicht Gebrauch machen. Tests, die ganz viele Assertions haben, tendieren dazu, nicht mehr sehr aussagekräftig zu sein, wenn sie fehlschlagen, welche Assertion denn tatsächlich fehlgeschlagen ist. Und dementsprechend ist es eher sinnvoll, viele kleine Tests zu schreiben als einen ganz großen. Und wie sich hier diese unterschiedlichen Assertions verhalten, das überlasse ich euch rauszufinden, indem ihr vielleicht einfach mal dann auch die Assertion alleine stehen lässt und dann eben den Produktivcode so anpasst, dass er tatsächlich einen Fehler schmeißt. Darauf will ich jetzt aber erstmal nicht näher eingehen. Ich lasse es so, weil das ist so meine präferierte Schreibweise, weil man dann eben bei den Vergleichen, die wir vorher bei den fehlschlagenden Tests gesehen haben, relativ schnell sehen, welche Objekte im Array hinzugehören und welche vielleicht auch nicht hinzugehören. Und als letzten Test will ich nun noch einen, den anderen extremen Case von Some Recipe Ingredients schreiben, beziehungsweise einen größeren Test schreiben, der tatsächlich nun prüft, ob zwei Rezepte miteinander addiert werden. Und dann nennen wir das Ganze mal sums up the amount of all ingredients with the same name, denn das ist letztendlich das, was die Funktion tut. Und nun müssen wir natürlich wieder Ingredients erstmal vorbereiten, also Zutaten vorbereiten. Und das tun wir, indem wir die Ingredients importieren. Und eine Ingredient besteht ja immer aus einem Amount, beispielsweise jetzt 200, einem Namen, machen wir mal Zucker, und einer Unit, in dem Fall Gramm. Und diese Ingredient müssen wir nun noch einem bzw. zwei Rezepten hinzufügen, denn wir wollen ja testen, dass von zwei Rezepten der Zucker miteinander addiert wird.
Und dementsprechend sagen wir hier Recipe, oder nennen wir es First Recipe, ist vielleicht ein bisschen schöner. Das ist ein Rezept, das First Recipe, hat wieder eine ID 1, hat eben nun als Ingredients unsere Ingredient. Also sprich, als einzige Zutat beinhaltet sie den Zucker. Wir brauchen noch einen Namen, nennen wir wieder das Recipe 1. Und wir brauchen das ShowEditForm, das ist in dem Fall false. Jetzt legen wir noch eine Kopie des Rezeptes an, beziehungsweise um auch hier eindeutig zu sein, ein zweites Rezept, Second Recipe, das ebenfalls die Ingredient enthält, also auch hier auch wieder den Zucker, aber nun eben als Rezept 2 und auch vielleicht mit einer ID 2 daherkommt. Ich schaue gerade mal, ob ich mit ESLint das alles in eine Zeile bekomme, um das schöner lesbar zu haben. Ja, das bekommen wir hin. Einfach damit der Test jetzt nicht zu lange wird, können wir das Ganze so schreiben. Das Ganze nun untereinander. So, und nun müssen wir eben wieder auf unser Act. Und wir wollen dementsprechend hier die Ingredient vom First Recipe und vom Second Recipe miteinander addieren. Und was wir nun letztendlich erwarten, ist, das Result is equal to, dass wir entsprechend ein Ingredient Array haben, in dem eine Zutat enthalten ist mit dem Namen Zucker. Und die nun mit der Menge von 400 Gramm daherkommt, da wir ja eben zweimal Zucker mit 200 Gramm in die Funktion hereingegeben haben. Hier entsprechend brauchen wir noch den Rückgabewert. Falls ihr euch gerade fragt, warum ich die it-Blöcke immer als asynchron definiere, das ist so eine Gewohnheit von mir. An sich wäre das nicht notwendig. Wir könnten das Ganze auch als synchrone Funktion definieren. Allerdings, sobald wir einen asynchronen Test schreiben, bräuchten wir Async eben, um dann zum Beispiel Await schreiben zu können. Und damit es einfach einheitlich ist, dass ich nicht mal asynchrone und mal synchrone Tests habe, schreibe ich immer Async davor. Wie gesagt, das ist aber eigentlich nicht notwendig, falls ihr lieber mit synchronen Tests arbeitet. Gar kein Problem, das hat überhaupt keine Nachteile, macht gar keinen Unterschied. Eben das Einzige, dass ihr keine Await Statements in den Tests schreiben könnt, was wir aber in den allermeisten Fällen auch nicht brauchen. So, wir wollen diesen Test mal noch jetzt ausführen, um zu schauen, dass das auch funktioniert. Und wir sehen, das funktioniert. Wir sehen jetzt auch zum ersten Mal, was passiert, eben wenn man mehrere it-Blöcke in einem Describe-Block hat. Das wird dann einfach untereinander so dargestellt. Und wir sehen, das Ganze funktioniert. Und um eben zu prüfen, ob das auch nicht ein False Positive ist, können wir an dieser Stelle hier einfach mal die Aufsummierung auskommentieren. Und wenn wir jetzt den Test laufen lassen, dann sehen wir entsprechend hier, der Test schlägt fehl und wir bekommen nur 200 Gramm Zucker, weil wir eben nicht mehr aufsummieren und wir sollten aber eigentlich 400 bekommen. Das heißt, es ist eine Differenz von 200. Da die Folge jetzt schon relativ lang ist, würde ich an dieser Stelle beenden. Schaut euch gerne die Musterlösung auf GitHub auch nochmal an. Dort sind noch ein paar Tipps oder auch ein paar Best Practices, wie man beispielsweise das Erstellen der Testdaten ein bisschen schöner machen kann. Hier sehen wir, wir müssen immer wieder das gesamte Objekt anlegen, was zwei Nachteile hat. Zum einen, falls sich das Recipe verändert, muss ich in allen Tests immer wieder hergehen und entsprechend diese Veränderung durchführen. Also wenn jetzt eine neue Property hinzukommt, müsste ich das wirklich in jedem Test für jedes Objekt, das ich definiere, machen. Zum anderen ist hier nie so ganz klar, okay, was genau teste ich an diesem Objekt, also was ist der relevante Teil des Tests, dieses Objekt. Und dazu habe ich, das programmiere ich jetzt aus Zeitgründen nicht, aber das könnt ihr euch genauer anschauen, in der Musterlösung gehe ich ganz gerne her und schreibe sogenannte Generierungsfunktionen für diese Mob-Daten, die eben so aussehen. Diese erwarten oder bekommen ein Default-Recipe beispielsweise in dem Fall, also ein Default-Rezept mit den Default-Werten und lassen sich hier über Props überschreiben. Hier sind nicht Props im Sinne von React gemeint, sondern Properties im Sinne von einem Objekt. Und so kann man dann beispielsweise, so wie man das hier sieht,
ein Rezept über diese Create Recipe Funktion anlegen und nur noch die Werte überschreiben, die für den Test tatsächlich relevant sind, beispielsweise hier die ID und beispielsweise hier dieses Second Recipe, was kommt hier heraus? Da kommt letztendlich, wenn wir die Funktion aufrufen, das Default Recipe einfach mit ID 2 heraus. Und wie gesagt, ich empfehle euch, das genauer anzuschauen. Hat den Vorteil eben, wenn sich nun unser Recipe-Interface verändert, beziehungsweise der Typ, muss ich das nur noch an einer einzigen Stelle anpassen, kann die Tests laufen lassen und hoffentlich funktioniert dann noch alles. Das war sehr viel Input. Deswegen auch hier an der Stelle, programmiert das nach, schaut in die Musterlösung und versucht doch als Test mal alle anderen Funktionen des Recipe-State-Service mit automatisierten Tests abzudecken und auch darüber nachzudenken, welche Corner-Cases es vielleicht gibt. Also versucht doch mal zum Beispiel ein Null statt einem Array reinzugeben und schaut mal, was da passiert oder auch leere Arrays und so weiter und so fort. Als kleinen Ausblick noch, was wir in den nächsten Folgen machen werden. Wir werden uns in der nächsten Folge loslösen von den reinen JavaScript-Tests oder von den reinen TypeScript-Tests, die wir jetzt gerade geschrieben haben, und uns tatsächlich reinstürzen, wie teste ich denn React-Komponenten, also wie teste ich eigentlich tatsächlich die React-Applikation. Und das machen wir eben mit sogenannten React-Component-Tests und nutzen dafür die React-Testing-Library, eine hervorragende Bibliothek, um eben Komponententests auszuführen. In der Folge darauf werden wir dann Hooks testen und eben auch Fetch, also asynchrone Tests testen. Und dort wird es dann im Wesentlichen auch ums Mocking gehen. Das habe ich ja vorher schon mal erwähnt. Ich will euch in einer weiteren Folge dann noch Chest vorstellen. Chest ist so der, ja, ist die Alternative zu Mocker, ist also auch ein Testrunner, beinhaltet aber noch viel mehr, beinhaltet nämlich gleichzeitig eine Searching Framework und auch eine Mocking-Bibliothek. Also Chest ist quasi die All-in-One-Lösung, hat aber auch diverse Nachteile, die ich dann entsprechend in der Folge auch vorstellen will. Und wir werden in einer letzten Folge noch aufs Browser-Testing eingehen, einmal mit Cypress und Puppeteer. Beim Browser-Testing geht es darum, dass wir tatsächlich die App starten und den Browser automatisieren, letztendlich also wie ein normaler User zu testen, also die Applikation im Browser aufzurufen und gewisse Assertions zu machen, Klicks zu machen, eben mit der Website zu interagieren. Das ist auch ein super spannendes Thema, da könnt ihr euch drauf freuen. Und eben, das passiert in den nächsten Folgen. Für heute war es genug Input und das war es erstmal. Mir bleibt nichts übrig, als mich wieder bei euch zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, trotz des vielen Inputs, dass ihr heute etwas lernen konntet, dass es spannend war. Bei Feedback und Fragen eben wie immer in die YouTube-Kommentare oder per Mail, Twitter oder GitHub. Und ich freue mich auf euch an dieser Stelle in der nächsten Folge und wünsche euch viel Spaß beim automatisierten Testen. Macht's gut!